Schneeglöckchen. Die Sonne kommt ein bisschen höher und schon sind sie da. Sie sind die Vorboten, der Anfang fürs kommende Frühjahr, genauso wie die Kokosse auch. Meteorologisch beginnt das Frühjahr am 1. März und endet am 31. Mai. Und mir fällt eine Persönlichkeit ein, die auch im März geboren wurde und die vor über 160 Jahren auch einen Anfang gewagt hat. Am 9. März 1838 wurde Heinrich Lanz in Friedrichshafen am Bodensee geboren. Darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu Kultraktor. Heinrich Lanz war der dritte Sohn von Johann Peter Lanz. Johann Peter Lanz selber hatte einen Speditionsbetrieb. Dieser bezog unterschiedliche Güter aus den Ländern Österreich, Schweiz und auch Italien, die dann in Deutschland vertrieben wurden. Mit 21 trat Heinrich Lanz in den väterlichen Betrieb ein. Das war 1859. Er hat eine kaufmännische Lehre absolviert und ein Jahr Handelsschule. Und sein Fokus ging auf die Landwirtschaft. Er wollte die Arbeit des Bauern, die seit Jahrhunderten so war, wie sie war, nämlich hart, vereinfachen. Also importierte er aus England landwirtschaftliche Geräte und um die Vorzüge dieser Geräte den Bauern, also seinen Kunden auch mitzuteilen, verfasste er Rundschreiben und er bekam natürlich durch diese Rundschreiben einen viel, viel engeren Kontakt zu den Bauern und auch dessen Bedürfnisse. Das Importieren der Maschinen ist das eine, das Reparieren das andere, denn das kam natürlich zwangsläufig auch auf die Firma zu. Und Heinrich Lanz entschloss sich, selber eine eigene Reparaturwerkstatt zu gründen. Das war 1860. Für ihn kam nicht in Frage und das wäre aus Kostengründen nicht der richtige Weg gewesen, Monteure aus England anzufordern oder gar die Maschinen zurückzuschicken. Also gründete er in einem Gartenhaus eine Reparaturwerkstatt mit zwei Arbeitern. Die Arbeiter schickte er dann regelmäßig nach England auf Schulungen, damit sie auf den aktuellen Stand waren. Im gleichen Jahr 1860 verkaufte Heinrich Lanz die erste Dampfdreschmaschine. Das war schon ein ganz gewisses Maß auch an Sicherheit, dass Heinrich Lanz seinen Kunden anbot mit der Reparaturwerkstatt. Die Bauern konnten sicher sein, wenn mal ein Defekt vorlag, konnte ihnen schnell geholfen werden, das Gerät instand gesetzt werden und die Arbeit beim Bauern konnte weitergehen. Das sprach sich sehr, sehr schnell auch in der Kundschaft umher und so wuchs der Bedarf auch nach weiteren landwirtschaftlichen Geräten der Firma Lanz. 1863 war es dann soweit. Heinrich Lanz importierte aus Amerika Getreidemähmaschinen der Firma McCormick. Ihm war es ganz wichtig, auch seine Kunden zu hören und nah auch am Kunden zu sein. Und so gründete er 1864 eine weitere Reparaturwerkstatt, und zwar in Regensburg mit einem Ausstellungsraum, damit die Kunden natürlich auch die mittlerweile etwas breitere Produktpalette von Lanz auch sehen konnten. Der 9. März, nicht 2023, sondern 1865, war für Heinrich Lanz nicht nur sein Geburtstag, nämlich der 27., sondern auch sein Hochzeitstag. Am 9. März 1865 heiratete er Julia Faul. Julia Faul war die Tochter eines Weinhändlers und die Familie wohnte im Nachbarhaus. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Solche Arbeiten zu mechanisieren, das hatte sich Heinrich Lanz auf die Fahne geschrieben. Und der Bedarf bei seinen Kunden, den Bauern, stieg natürlich stetig, sodass er 1867 auch überlegte, nicht nur Geräte zu importieren, sondern selber auch zu produzieren. Er produzierte fortan Futterschneidemaschinen und Dreschmaschinen für den Hand- und Göpelbetrieb. Um noch näher bei den Kunden zu sein, produzierte er auch die Ersatzteile seiner importierten Geräte alle selbst, um dann, wenn ein Fehlerfall vorlag, dann auch schnell reagieren zu können, dem Bauern dann auch helfen zu können, sodass die Arbeit weitergehen konnte. Er verbesserte die Futterschneidemaschine und ein Jahr später, also 1868, konnte er wesentlich mehr von diesen Futterschneidemaschinen auch verkaufen. Unter dem Begriff Mannheimer Maschinen sind sie bekannt geworden. 1870, nur drei Jahre nach der Eigenproduktion, löste Heinrich Lanz dann sein Unternehmen aus dem Unternehmen seines Vaters heraus und produzierte fortan unter seinem eigenen Namen, also nicht mehr unter J.P. Lanz & Co., sondern unter Heinrich Lanz. Er war 1870 die zweitgrößte Maschinenfabrik für landwirtschaftliche Geräte und beschäftigte 58 Mitarbeiter.
Der Kundenkontakt für Heinrich Lanz war ja immer wichtig und auch die Bedürfnisse seiner Bauern dann auch zu verstehen. Und so entschied er sich, sein Produktsortiment zu erweitern. Und dafür brauchte er aber neue fertigungstechnische Verfahren. Und so entschied er sich, 1873 eine eigene Eisengießerei auch zu errichten. Und in dieser Eisengießerei, knapp 50 Jahre später, nämlich 1921, wurden die meisten Gussteile oder die Gussteile für die Glückkopf-Bullocks auch hergestellt. Aber das konnte Heinrich Lanz 1873 natürlich noch nicht erahnen. 1879 betrat Heinrich Lanz komplett neues Terrain. Hatte er bisher nur Geräte für den landwirtschaftlichen Betrieb produziert, wie zum Beispiel Dampfdreschmaschinen, so fertigte er jetzt auch deren Antriebe, zum Beispiel Dampflokomobilen. Ab 1879 konnte er also ein komplettes Dampfdreschgespann auch anbieten. Damit war er so erfolgreich, dass er bis 1885, also in 6 Jahren, 1000 von diesen Garnituren verkaufte. Nicht nur die Belange seiner Kunden war für Heinrich Lanz wichtig, sondern auch deren Sicherheit, gerade dann auch bei Maschinen, wo sich einiges dreht, wenn ich da nur an die Dreschmaschine denke und den Transmissionen, also die Riemen, die dann die Kraft auf die unterschiedlichen Räder dann auch übertragen. Da kann natürlich einiges passieren, wenn dort reingefasst wird oder aber so ein Riemen im Betrieb abspringt. Das wusste Heinrich Lanz natürlich auch. Und um die Betreiber oder auch die Dreschkolonne dann zu schützen, brachte Heinrich Lanz an seinen Dreschmaschinen eine hölzerne Verkleidung an vor diesen ganzen laufenden Teilen und später hat er dann ein Drahtgitter dafür genommen, damit der Betreiber auch schauen konnte, dass kein Riemen abgesprungen ist, etc. Für diese Verdienste in der Unfallverhütung wurde er sogar 1889 mit der königlich-preußischen Silbermedaille geehrt. 120 Lokomobile monatlich produzierte Heinrich Lanz 1898 monatlich. Mit einer Belegschaft von über 1200 Mitarbeitern schaffte er das und der Erfolg ging natürlich weiter. Bereits im Jahr 1900 war er zur größten Maschinenfabrik Mannheims dann auch geworden und er hatte sein Unternehmen auf 3 Säulen aufgebaut, nämlich einmal den Dreschmaschinenbau, den Dampfmaschinenbau und natürlich den Bau von landwirtschaftlichen Geräten. In diesem Jahr ist dann auch der Wasserturm entstanden, also das Wahrzeichen der Firma Lanz. Er ist 43 Meter hoch und hat ein Fassungsvermögen von 200 Kubik. 1902 reiste Heinrich Lanz nach Amerika. Mittlerweile war er 64 Jahre alt und er wollte sich dort die Fertigungstechniken in Amerika anschauen. Der Bedarf an landwirtschaftlichen Geräten in Amerika war um ein Vielfaches höher als hier in Deutschland. Also war natürlich auch die Fertigungstechnik eine andere. Er war auch dort bei John Deere und traf sich mit dem Sohn des Firmengründers Charles Deere. Die beiden tauschten sich auch aus. Die ganzen Erkenntnisse, die er dann durch seine Reise auch bekommen hat, nahm er natürlich mit, als er wieder in Mannheim nach Hause kam, aber alles konnte er in sein Unternehmen leider nicht mehr einbringen. Am 1. Februar 1905 starb Heinrich Lanz kurz vor seinem 67. Geburtstag. Er hinterließ ein Unternehmen mit nahezu 3000 Mitarbeitern und durch seinen Tod verlor nicht nur die Stadt Mannheim einen ihrer größten Persönlichkeiten, sondern auch die Landmaschinenindustrie einen ihrer größten Pioniere. Kurz vor seinem Tod erwirkte Heinrich Lanz noch in einem Testament, dass binnen 10 Jahren 4 Millionen Goldmark von seinem Privatvermögen für die Förderung der Wissenschaft und für karitative Zwecke zur Verfügung gestellt werden soll. 1907 wurde das Heinrich-Lanz-Krankenhaus dann auch eröffnet, welches bis zum Jahr 2007 bestand.